Andreas, die Jury tagt in diesem Jahr zum 13. Mal. Welches ist die Qualität, oder was würdest du sagen, wie ist die Qualität in diesem Jahr, was die Bewerbungen anbelangt? Also die Qualität ist hervorragend. Wir haben von der Anzahl der teilnehmenden Betriebe die zweithöchste Anzahl seit Bestehen. Wir haben über 176 Betriebe, die sich beworben haben, wobei wir auch die Messlatte der Qualitätsansprüche immer höher legen. Wo liegt der Nutzen für die teilnehmenden Betriebe? Also der Nutzen für die Betriebe liegt ganz sicher darin, dass wir eine nachhaltige Plattform, eine Marketingplattform für sie aufbauen, im Zusammenhang mit der Auszeichnung vom Best of Swiss Gastro. Dass du das vielleicht nochmal kurz zusammenfasst. Welches ist die Idee hinter dem Best of Swiss Gastro? Also die Idee ist eigentlich relativ simpel. Betriebe in der Gastronomie hatten vor Best of Swiss Gastro nur in einem Segment eine Lobby. Sterne oder Michelin oder Gourmet-Betriebe haben Lobby über Guides und Führer gehabt, der ganze restliche Teil der Branche nicht. Und die Grundidee von Best of Swiss Gastro ist, wir zeigen dem Markt die gesamte Branche und geben den Segmenten auch eine Lobby über die Plattform, die heute eigentlich oder damals keine hatten. Haben auch kleinere Betriebe überhaupt eine Chance? Absolut. Weil wir haben das Ganze in Kategorien aufgebaut. Wir vergleichen Äpfel mit Äpfel. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Kategorie On the Move nehmen, viele kleine Betriebe im Takeaway oder im Foodtruck-Bereich, die sich von der Größe her nicht allzu groß unterscheiden. Und vielleicht auch da noch wichtig, um das ein bisschen aus der allgemeinen Meinung zu gehen, wir sind kein Wettbewerb, in dem man votet und so viel Stimmen erreichen muss, sondern eine gute Jurynote, eine gute Publikumsnote und eine Aktivität in der Anzahl der Stimmen entscheidet eigentlich über die Rangliste, bin ich ganz vorne mit dabei oder nicht. Ich habe es eingangs gesagt, die Jury tagt in diesem Jahr zum 13. Mal. Welche sind die nächsten Schritte? Kann ich eigentlich an meine Antwort anknüpfen. Wir bauen Best of Swiss Gastro weiterhin auf als Marketingplattform, um Gastronomie zu vermarkten und das Ganze mit dem klaren Nutzen, messbar und mit dem Mehrwert für die Betriebe. Und nach Möglichkeit alles automatisiert, dass wir den Marketingjob eigentlich für die Betriebe machen und mit ihren Gästen vernetzen. Danke, Andreas, fürs Gespräch und weiterhin viel Erfolg mit den nominierten Betrieben.